Vielen Dank für die freundliche Einleitung. Ich freue mich über Ihr zahlreiches Erscheinen. Für die ganze Geschichte war ein Abend tatsächlich zu knapp. Deshalb gibt es heute die ganze halbe Geschichte. Seit Jahrtausenden schon betreiben die Menschen Astronomie und interessieren sich für die Gestirne. Bis vor kurzem beruhte aber praktisch unser ganzes Wissen über den Kosmos, insbesondere über den tiefen Kosmos, die fernen Galaxien zum Beispiel, auf dem Studium elektromagnetischer Wellen. Die klassische Astronomie verwendet Licht, das ist ja eine elektromagnetische Welle in einem bestimmten Frequenzbereich, in dem unsere Augen empfindlich sind. In moderneren Zeiten kamen dann noch die Radiowellen dazu, die Infrarotstrahlung und auf der kurzwelligen Seite die ultraviolette Röntgen- und Gammastrahlung, aber all das sind elektromagnetische Wellen. Und erst mit dem Nachweis von Gravitationswellen hat sich jetzt noch einmal ein ganz neues Fenster ins Universum geöffnet. Wir können uns also wirklich glücklich schätzen, diese Ära, den Anbruch dieser neuen Ära miterleben zu können. Jahrhundertelang ist Astronomie gemacht worden, ausschließlich mit dem Studium elektromagnetischer oder im engeren Sinne mit dem Studium von Licht. Okay, was sind Gravitationswellen? Gravitationswellen sind winzige Kräuselungen der Raumzeit, die sich dadurch äußern, dass wenn eine Gravitationswelle an ihrem Beobachtungsstandort vorbeistreicht, der Raum ein bisschen gestreckt und gestaucht wird. Ganz winzige Effekte, sodass es lange Jahrzehnte gebraucht hat, Detektoren zu entwickeln, diesen Effekt tatsächlich nachzuweisen, aber eine sehr wertvolle Botschaft, um zu lernen, was in den Tiefen des Kosmos jenseits des Lichtweltalls alles geschieht. Quellen von Gravitationswellen sind kompakte Masseansammlungen. Wann immer sie kompakte Massen haben, die sie stark beschleunigen, haben Sie eine Chance, messbare Gravitationswellen zu erzeugen. Ein Paradebeispiel wäre beispielsweise zwei schwarze Löcher, die einander umkreisen. Und das erste Gravitationswellenereignis, das im Herbst 2015 nachgewiesen wurde, führt sich zurück auf so eine Kollision zweier schwarzer Löcher. Sie sehen die Beobachtung mit zwei Detektoren, die in den Vereinigten Staaten in einigen tausend Kilometer voneinander aufgestellt sind, um wirklich sicher zu machen, dass die Ereignisse, die man beobachtet, koinzidente, echte Ereignisse sind. Denn man ist einem Untergrund von Störungen ausgesetzt, wenn man so kleine Effekte nachweisen möchte. Sie sehen, dass das ganze Ereignis gerade mal ein paar Zehntel Sekunden umfasst. Und das, was man sieht, ist ein kurzer Wellenzug, der mit niedrigen Frequenzen und kleinen Amplituden beginnt und mit hohen Frequenzen und höheren Amplituden endet und plötzlich abbricht. Das, was hinter diesem Ereignis steht, sind zwei schwarze Löcher, wie gesagt, die einander umkreisen, die dadurch Gravitationswellen produzieren. Mit den Gravitationswellen ist ein Energieverlust verbunden. Das heißt, die Bahn zerfällt, wird immer enger, die Umkreisungsgeschwindigkeit nimmt zu, die Amplitude der Gravitationswellen nimmt zu und schließlich stürzen die beiden schwarzen Löcher zusammen zu einem großen schwarzen Loch, das noch kurz wackelt und dann innehält. Und da bricht dann dieses Gravitationswellenereignis ab. 2017 gab es dann für diese Entdeckung den Nobelpreis an diese drei Herren, Rainer Weiss, Barry Barish und Kip Thorne. Weiss und Barish haben vor allen Dingen auf der experimentellen Seite gearbeitet, also sich verdient gemacht um die immer weitere Verbesserung der Detektoren. Kip Thorne ist ein Theoretiker, der sich schon früh dem theoretischen Studium von Gravitationswellen verschrieben hat. Ihm verdanken wir es also, dass wir aus solchen Beobachtungen Sinn machen können, dass man ausrechnen kann, was für ein Ereignis hinter so einem Wellenzug steht. So, was wir heute Abend vorhaben, ist zunächst eine Miniatureinführung in die Relativitätstheorie. Ich hoffe, das glückt mir, in 5 Minuten das einigermaßen adäquat zu erklären, ist
schwierig. Wir versuchen es trotzdem. Als nächstes schauen wir uns dann die theoretische Entwicklung zu den Gravitationswellen an. Die Mathematik der allgemeinen Relativitätstheorie ist so schwierig, dass das eine Geschichte von Irrungen und Wirrungen war. Lohnt sich aber, die durchzuschauen. Da gibt es einige interessante Anekdoten zu berichten. Schließlich möchte ich Ihnen einen tragischen Pionier vorstellen, Joseph Weber. Das war der Erste, der es wirklich gewagt hat, diese Wellen aus dem Reich der Theorie in die Experimentalphysik herüberzuholen, der Gravitationswellendetektoren gebaut hat. Tragisch war das Ganze deshalb, weil wir heute wissen, dass seine Detektoren noch nicht empfindlich genug waren, er selbst sich aber schon am Ziel wähnte und wirklich verkündet hat, ich habe Gravitationswellen entdeckt. Und schließlich, damit enden wir heute, will ich Sie vertraut machen mit dem ersten indirekten, aber doch schon sehr deutlichen Nachweis für die Existenz von Gravitationswellen. Das verdanken wir radioastronomischen Beobachtungen. Im April möchte ich Ihnen dann die modernen Messinstrumente, die Laserinterferometer vorstellen, mit denen wir hier wirklich am Ort der Erde Gravitationswellen detektieren können, die bisher beobachteten Ereignisse vorstellen. Und schließlich resümieren, was wir in nächster Zeit noch erwarten können, zu entdecken in diesem neuen Fenster ins Universum. Okay, zur Relativitätstheorie. Im 19. Jahrhundert steckte die Physik in einem Dilemma. Man hatte verstanden, dass Licht eine elektromagnetische Welle ist und man nahm an, dass sich diese elektromagnetische Welle wie jede Welle in einem bestimmten Medium ausbreiten müsse. Schallwellen breiten sich in der Luft aus, Wasserwellen auf der Oberfläche eines Wasserkörpers und Lichtwellen, nun ja, wir können ja ferne Sterne und Galaxien sehen, müssen sich in einem Medium ausbreiten, das das ganze Universum ausfüllt, dem sogenannten lichttragenden Äther nannte man das. Nun sollte aber ein Beobachter, der in diesem lichttragenden Äther ruht, so dachte man sich, eine andere Lichtgeschwindigkeit messen als jemand, der sich gegenüber diesem Äthersystem bewegt. Der bewegte Beobachter sollte einen Ätherwind feststellen und sollte, wenn ihm dieser Ätherwind ins Gesicht bläst, aus dieser Richtung eine höhere Lichtgeschwindigkeit messen als aus der Lehrrichtung. Die Experimentalphysiker haben sich dann sehr bemüht, diesen Effekt messbar zu machen. Wir reisen ja auf der Erde im Jahreslauf um die Sonne herum mit immerhin so 30 Kilometer pro Sekunde. Und da sollte man also eine variable Lichtgeschwindigkeit, je nachdem in welche Richtung man schaut, feststellen. Das Ergebnis war aber, da ist nichts messbar. Jeder Beobachter scheint zu jeder Zeit die gleiche Lichtgeschwindigkeit zu messen. Und Einsteins Geniestreich in der speziellen Relativitätstheorie war es im Kern, einfach zu sagen, na gut, wenn das so ist, dann ist das so. Einstein war derjenige, der wirklich sich durchgerungen hat, zu sagen, ich akzeptiere dieses Ergebnis. Wir müssen unsere Vorstellungen von Raum und Zeit derart umbauen, dass sichergestellt ist, dass alle Beobachter, die sich gegeneinander bewegen, den gleichen Wert für die Lichtgeschwindigkeit messen. Und das erfordert es, einen neuen Abstandsbegriff zu definieren. Und zusätzlich zu den klassischen Abständen, die man im Raum misst, das ist in dieser Gleichung hier das dx² plus dy² plus dz². Im Grunde nichts anderes als der Pythagoras, den Sie aus der Schule kennen. Die projizierten Längen eines gewissen Objekts auf Koordinatenachsen sind dieses dx, dy, dz und die quadrierte Länge von dem Objekt ist diese Summe von dx² plus dy² plus dz². Unabhängig davon dachte man sich, dass, klassisch dachte man sich, dass alle Beobachter in der Messung von Zeitintervallen übereinstimmen. Die Längendefinition, die man aber tatsächlich braucht, ist, wie in dieser Gleichung, eine Längendefinition, die aus Zeit- und Raumanteilen zusammengewurstelt ist. Und das war die Geburtsstunde der Raumzeit. Da hat man eingesehen, dass wir eigentlich in einem vierdimensionalen Raum leben, der aufgespannt wird durch den dreidimensionalen Raum und die Zeit.
Als Einstein diese spezielle Relativitätstheorie mit dem vierdimensionalen Raum dann in Händen hielt, hat er weiter geträumt. Einstein hat immer sehr intuitiv gearbeitet. Bei ihm kamen Gedankenexperimente und Ideen in der Regel vor der Mathematik. Und er dachte sich, wenn ich jetzt diesen vierdimensionalen Raum habe, vielleicht kann ich da ja auch die Schwerkraft noch einbauen, indem ich sage, die Materie bestimmt die lokalen Krümmungseigenschaften in diesem vierdimensionalen Raum. Und die Schwerkraft gibt es nicht als Kraft wirklich, sondern das, was dann passiert, ist, dass sich Körper in diesem gekrümmten Raum einfach kräftefrei, geradlinig bewegen. Aber dadurch, dass der Raum gekrümmt ist, kommt es halt zu gekrümmten Bewegungen, beispielsweise zu der Ellipsenbahn eines Planeten um die Sonne. Jetzt war es aber sehr schwierig, das mathematisch zu fassen und den Kern der allgemeinen Relativitätstheorie, die sogenannten Feldgleichungen, sehen Sie auf dieser Gedenkbriefmarke zum 100-jährigen der allgemeinen Relativitätstheorie. Ich zeige Ihnen die Gleichung, die wir im Folgenden brauchen, nur weil ich Ihnen vermitteln möchte, was hinter dieser Gleichung steckt. Also erstmal hat eine Gleichung ein Ist-Gleich. Das heißt, die rechte Seite ist gleich der linken Seite. Und diese Gleichung können wir jetzt so lesen, dass die rechte Seite die linke Seite bestimmt. T ist der sogenannte Energieimpulstensor, ein Maß für die Masse an einer bestimmten Stelle des Raumes. Und auf der linken Seite vom Gleichheitszeichen steht die lokale Raumkrümmung. Die Materie krümmt also den Raum. Und unser Bewegungsgesetz, das dann anzuwenden ist, für einen Körper, der kräftefrei ist, die Gravitationskraft haben wir ja abgeschafft, ist einfach die Bedingung, dass dieser Körper sich brav in der vierdimensionalen Raumzeit geradeaus bewegt. Das ist alles als kleines Gleichnis, aber es ist nicht sehr sauber. Es ist wirklich nur eine intuitive, anschauliche Krücke. Können Sie sich eine Gummimatte vorstellen, auf diese elastische Matte legen Sie eine Masse, die krümmt diese zweidimensionale Matte ein. Wir haben jetzt also eine zweidimensionale gekrümmte Oberfläche im dreidimensionalen Raum. Und wenn man dann ein kleines Testteilchen einschießt, dann kreist das um die zentrale Masse so ähnlich wie ein Planet um die Sonne kreist. Und wir können noch mehr Frechheit aufbringen und mal ausprobieren, was passiert, wenn wir zwei Massen auf dieser Gummimatte in schneller Bewegung umeinander dadurch simulieren, dass wir einfach eine Bohrmaschine nehmen mit einem Querbalken, da zwei Halbkugeln anbringen, um diese Membran nicht zu verletzen und das Ganze, und das Ganze dann auf die Gummimatte drücken und Sie sehen, dass so eine Gummimatte auch Wellen transportieren kann. Und die Preisfrage für die Theoretiker war jetzt, ist das mit der Raumzeit auch so? Kann die Raumzeit auch Wellen transportieren? Die ersten, die darüber spekulierten, taten das bereits bevor die allgemeine Relativitätstheorie überhaupt ausgearbeitet war. Das waren Analogieschlüsse und nicht mehr als das aus dem Elektromagnetismus heraus. Diese Feldtheorie hatte man schon. Es gab elektromagnetische Wellen. Naja, wenn es jetzt möglich wäre, die Gravitationstheorie auch als Feldtheorie aufzufassen, dann könnte es da ja auch irgendwelche Wellen geben. Aber erst als Einstein 1915 die richtige Fassung der Feldgleichung in Händen hielt, konnte er sich daran machen, die Frage wirklich zu untersuchen. Und sein erster Befund, den er an Karl Schwarzschild im Februar 1916 mitteilte, war, es gibt also keine Gravitationswellen, welche Lichtwellen analog wären. Damit hat er auch recht, denn Licht hat mit der Bewegung von elektrisch geladenen Körpern zu tun. Und Sie wissen, es gibt zwei Ladungsarten, positive und negative. Gleichartige Ladungen stoßen einander ab. Ungleichnamige ziehen einander an. Es gibt in der Gravitation aber nur Anziehung. Es gibt keine positiven und negativen Massen. Im Sommer 2016 hat Einstein sich das Problem dann nochmal etwas genauer vorgenommen und erkannt, es gibt Wellen. Die funktionieren anders als Lichtwellen.
Und in dieser ersten Arbeit hat er schon eine Abschätzung getroffen, wie stark diese Wellen sind, und hat festgestellt, die sind furchtbar, furchtbar schwach. Er schreibt hier unten in allen nur denkbaren Fällen ein praktisch verschwindender Wert. Und er erkennt noch etwas. Er erkennt, dass der Umgang mit Gravitationswellen schwierig ist und schreibt in einem Nachtrag, dass er auch Gravitationswellen findet, welche keine Energie transportieren. Und dies klärt sich in einfacher Weise auf. Es handelt sich nämlich dabei nicht um reale Wellen, sondern um scheinbare Wellen, die darauf beruhen, dass als Bezugssystem ein wellenartig zitterndes Koordinatensystem benutzt wird. Bei dieser Rechnerei mit den Feldgleichungen kommt man nämlich sehr schnell in die Situation, dass man nicht mehr übersieht, was ist ein wirklicher physikalischer Effekt und was ist nur vorgetäuscht durch die Wahl des Koordinatensystems. 1918 kommt er dann auf das Thema erneut zurück. Er hat inzwischen festgestellt, dass er einen Rechenfehler gemacht hat und schreibt hier dann auch, durch einen bedauerlichen Rechenfehler verunstaltet, und ich komme jetzt auf die Angelegenheit nochmal zurück. Das, was Einstein in seiner ersten Arbeit übersehen hat, ist, dass nicht jede Konfiguration von beschleunigter Materie Gravitationswellen aussendet, sondern dass man auch eine Abweichung von der Kugelsymmetrie braucht. Wenn Sie sich irgendeinen riesigen Stern vorstellen, der aus irgendeinem Grunde plötzlich sich entschließt zu kollabieren, solange er das kugelsymmetrisch tut, wird dabei keine Gravitationswelle ausgesandt. Man braucht ein sogenanntes Quadrupolmoment, so wie es hier diese Gleichung 30 auch feststellt. Anschaulich heißt das einfach eine Abweichung von der Kugelsymmetrie. Zum Beispiel eine ganz tolle Quelle für Gravitationswellen sind zwei kompakte Objekte, die einander umkreisen. Und außerdem schreibt er in dem Paper noch, man könnte vermuten, dass durch passende Wahl des Bezugssystems vielleicht stets erzielbar sei, die Energiekomponenten, das sind diese Gravitationswellen des Gravitationsfeldes, allesamt zum Verschwinden zu bringen. Aber er sagt dann noch, naja, das wäre höchst bemerkenswert, aber es lässt sich leicht zeigen, dass das im Allgemeinen nicht zutrifft. Die Mathematik bleibt aber schwierig. Ein anderer großer Theoretiker nimmt sich der Gravitationswellen an, Arthur Eddington, und kommt zu dem, naja, etwas saloppen Urteil, also Gravitationswellen, die breiten sich ja mit der Geschwindigkeit von Gedanken aus. Was einfach heißen soll, die Gravitationswellen, die er da in den Gleichungen sieht, hält er nicht für echt. Er kann durch die Wahl des Koordinatensystems diesen Wellen beliebige Geschwindigkeiten geben. Denen kann also keine physikalische Realität zugemessen werden. Er sagt aber auch, naja, eine Klasse von Wellen sehe ich da, die breiten sich immer mit Lichtgeschwindigkeit aus. Vermutlich sind das Gravitationswellen. In Einsteins Kopf derweil geistert immer noch die Idee herum, vielleicht lassen sich Gravitationswellen ganz abschaffen. Und 1936 danach befragt, sagt er, ja, ich weiß nicht, ob Gravitationswellen echt sind oder nicht. Es ist auf jeden Fall ein interessantes Problem. Und etwas später, begeistert in einem Brief an Max Born, ich habe zusammen mit einem jungen Mitarbeiter das interessante Ergebnis gefunden, dass es keine Gravitationswellen gibt, trotzdem man dies gemäß der ersten Approximation, seine bisherigen Betrachtungen waren Näherungsbetrachtungen, für sicher hielt. Dieser junge Mitarbeiter, von dem die Rede ist, ist Nathan Rosen, den Sie vielleicht auch kennen vom Einstein-Podolsky-Rosen-Paradoxon. Einstein und er haben also eine ganze Weile zusammengearbeitet, und dieses tolle Ergebnis wollten sie natürlich auch gleich veröffentlichen und haben sich somit an die Zeitschrift Physical Review gewandt. Zur damaligen Zeit war es noch unüblich, dass wissenschaftliche Publikationen vor der Veröffentlichung nochmal unabhängig begutachtet wurden. Physical Review hatte aber schon so ein Begutachtungsschema etabliert, und der anonyme Referee meinte, na, ich glaube nicht, dass man die geniale Koordinatentransformation, die ihr benutzt, um alle Gravitationswellen abzuschaffen, so durchführen kann. Und das Paper wurde abgelehnt. Wir neigen ja immer dazu, uns die großen Gelehrten so als vergeistigte Säulenheilige vorzustellen.
Tatsächlich ist Wissenschaft aber eine lebendige Sache. Da gibt es starke Gefühle, innige Feindschaften, harte Debatten. Und Einstein war überhaupt nicht amüsiert von der Idee, dass sein Paper zurückgewiesen wurde. Und ich will Ihnen seinen Beschwerdebrief an den Editor nicht vorenthalten. Sehr geehrter Herr, wir, Herr Rosen und ich, hatten Ihnen unser Manuskript zur unterstrichen Publikation gesandt und Sie nicht autorisiert, dasselbe Fachleuten zu zeigen, bevor es gedruckt ist. Auf die übrigens irrtümlichen Ausführungen Ihres anonymen Gewehrmannes einzugehen, sehe ich keine Veranlassung. Aufgrund des Vorkommnisses ziehe ich es vor, die Arbeit anderweitig zu publizieren. Immerhin hat Einstein bis zum Ende seiner Tage nie wieder bei Physical Review irgendein Paper eingereicht. Er war also wirklich eingeschnappt. Aber das Verfahren mit dem Review ist doch gar nicht so schlecht, denn nachdem der erste Zorn verraucht war, hat sich Einstein die Sache nochmal angeguckt und gedacht, oh, der hat, glaube ich, doch recht. So können wir es nicht machen, wie wir es da vorgeführt haben. Und 1937 erscheint dann das Paper von Einstein und Rosen unter anderem Titel mit überarbeiteten Schlussfolgerungen. Davon, dass es Gravitationswellen nicht gibt, ist jetzt nicht mehr die Rede bei einem anderen Journal. Okay, der weitere theoretische Fortschritt bleibt mühsam, hat immer damit zu tun, dass die Mathematik so schwierig ist. Und es so schwierig ist zu unterscheiden, was ist ein Koordinatensystem-Effekt und was ist wirklich eine Gravitationswelle. Trotzdem robbt man sich voran und so Mitte, Ende der 50er Jahre waren sich die Theoretiker im Großen und Ganzen einig darüber, dass es Gravitationswellen wirklich gibt. Und die weitere Ausarbeitung hatte dann damit zu tun, besser mit diesen Gravitationswellen umgehen zu können. Beispielsweise im Rahmen von störungstheoretischen Betrachtungen. Das sind auch so näherungsweise Betrachtungen, mit denen man allerdings in den ersten Arbeiten auch einen deutlichen Bauchplatscher erlitt. Denn das überraschende Ergebnis war, dass die beiden Sterne, die einander umkreisen, sich unter dem Einfluss der Störungen nicht einander annähern, sondern man hat eine Abstoßung gefunden. Gemeinerweise verbergen sich die Gravitationswellen in den höheren Störungsordnungen dieser Entwicklung, da hat man erst dahinter steigen müssen. 1970 ein wichtiges Paper von Berg und Zorn, Kip Zorn, unser späterer Nobelpreisträger, hier als junger Co-Autor, eine Arbeit, die das erste Mal erhält, wie die lokale Quellregionen, wie das Nahfeld, in dem Gravitationswellen entstehen, zu verbinden ist mit dem Fernfeld, also da, wo die Gravitationswellen sich als freie Wellen durch den Raum ausbreiten. Und schließlich gebe ich Ihnen noch das Paper von Jürgen Ehlers und Kollegen von 1976 an, das dadurch hervorgehoben ist, dass es eines der späten Paper ist, das nochmal grundsätzlich fragt, ach, liebe Leute, wir wissen nicht recht, machen wir das überhaupt richtig mit den Gravitationswellen? Ist mit Gravitationswellen wirklich ein Energietransport verbunden und ist wirklich damit verbunden, dass Sternsysteme Energie verlieren, die abgestrahlt wird? Dieses Paper überschneidet sich aber schon fast mit den deutlichen experimentellen Hinweisen, dass dem tatsächlich so ist. An dieser Stelle eine kurze theoretische Bestandsaufnahme. So hätte man das etwa ab 1960 im Großen und Ganzen gesehen. Also, Gravitationswellen existieren tatsächlich und sie transportieren Energie. Sie breiten sich wie Licht mit Lichtgeschwindigkeit aus. Ihre Abstrahlung erfordert beschleunigte Materie, allerdings nicht in kugelsymmetrischer Anordnung. Es handelt sich um Quadrupolwellen, weil es keine positive und negativen Massen gibt. Und die Effekte auf die Raumzeit sind ganz winzig. Was Sie hier rechts dargestellt sehen, ist die Wirkung einer Gravitationswelle, allerdings stark übertrieben. Dieser Ring soll ein Ring darstellen aus freien Testmassen, die irgendwo draußen im Universum herumschweben. Also wenn da keine Störung ist, wäre das einfach ein schöner, beständiger Ring. Jetzt tritt aber senkrecht zur Projektionsfläche eine Gravitationswelle durch diese Anordnung
Und Sie sehen, dass so eine Gravitationswelle den Raum in der einen Richtung immer zusammenstaucht und in der anderen Richtung zerrt, also eine Scherung ausübt auf Objekte. Man kann dann auch noch Formeln angeben, die beschreiben, welche Leuchtkraft in Anführungszeichen so ein Objekt, das Gravitationswellen ausstrahlt, besitzt. Das Ganze ist für den Fall gerechnet, dass sich zwei massive, gleichschwere Körper umkreisen. Und diese Leuchtkraft ist der Energieverlust durch Gravitationswellen, also nichts, was man durch den Nachweis elektromagnetischer Wellen sehen könnte. Dann, man diesen Energieverlust ausrechnen kann, kann man auch bestimmen, wie lange es dauert, bis so ein System unter der Ausstrahlung von Gravitationswellen kollabiert. Das ist dieses Tau links unten, und rechts das H gibt die Stärke der Wellen an als relatives Maß. Wenn Sie also zwei Testkörper in einem Meter Abstand haben und die bewegen sich um 1 Millimeter, dann wäre dieses H 1/1000stel, 10 hoch minus 3. Es ist tatsächlich viel kleiner. Denken Sie eher an so etwas wie 10 hoch minus 22. Also ein Effekt, der sehr, sehr schwierig zu messen ist. Schauen wir uns mal an, was für Effekte wir hervorrufen können. Hier sind die Gleichungen nochmal, allerdings in praktischen Einheiten. Jetzt messen wir die Größe der Quelle in Kilometer, die beteiligten Massen in Sonnenmassen, die Entfernung zum Beobachter in Megaparsec. Das sind Millionen Parsec. Ein Parsec sind etwa 3 Lichtjahre. Und nehmen als Quelle mal möglichst kompakte Objekte, nämlich 2 Neutronensterne. Neutronensterne sind Sternleichen, Hinterlassenschaften der Sternentwicklung von massereichen Sternen, bei denen der äußere Bereich des Sternes ins Weltall hinausgeblasen wird bei einer Supernova-Explosion, während der Kern kollabiert bei ganz massereichen Sternen zu einem schwarzen Loch. Und wenn sie nicht gar so massereich sind, dann kommt ein Neutronenstern heraus. Neutronensterne enthalten immer noch Massen im Bereich so von 1 bis 2 Sonnenmassen, sind aber sehr kompakt. Ein Neutronenstern hat vielleicht eine Größe von 20, 30 Kilometer. Stellen Sie sich vor, eine Sonnenmasse gepackt auf 30 Kilometer, das ist etwa die Dichte von Kernmaterie. Im Prinzip, etwas salopp gesagt, ist ein Neutronenstern ein riesiger Atomkern. Und wenn wir so eine exotische Quelle von 2 dicht benachbarten Neutronensternen in 100 Lichtjahren Entfernung stellen, das ist also wirklich noch unsere unmittelbare kosmische Nachbarschaft. Wir würden nicht erwarten, so ein exotisches Gebilde in unserer Nähe zu treffen. Dann ist dieses H, die relative Stärke, auch immer noch bei mickrigen 6 mal 10 hoch minus 16, also 1 durch 6 mal 10 hoch 16, 6 mal 1 mit 16 Nullen hinten dran. Ein winzig kleiner Effekt. Und auch wenn wir schwarze Löcher benutzen anstelle der Neutronensterne, kriegen wir nicht viel mehr heraus. Ehrlicherweise, diese 100 Lichtjahre sind ein Witz. Denken Sie eher an 100 Millionen Lichtjahre, wenn Sie eine Chance haben wollen, ein solch seltenes Ereignis zu beobachten. 100 Millionen bedeutet, Sie müssen das H, das geht ja umgekehrt mit der Entfernung R, müssen da also diesen Faktor 1 Million aufbringen, und schon sind wir von den 10 hoch minus 14 irgendwo in den 10 hoch minus 20. Und das Tau, die Lebenszeit, beträgt nur wenige Perioden. Sie haben ja gesehen, das ist ein ganz schnelles Ereignis. Die Energie wird sehr schnell in Gravitationswellen umgesetzt. Also wenn so etwas irgendwo passiert, dann ist das auch in 0, nichts vorbei. Sie brauchen also einen stetigen Nachschub an solchen Paaren kompakter Objekte, wenn Sie regelmäßig Gravitationswellen beobachten wollen. Gigantisch allerdings ist im Vergleich zur Raumdeformation, die sich feststellen lässt, die Leuchtkraft. Man kann ausrechnen, das sind hier so um die 10 hoch minus 21 mal die Leuchtkraft der Sonne, jetzt also verglichen mit der Leuchtkraft der Abgabe von normalen elektromagnetischen Wellen, die die Sonne leistet.
Und wenn Sie sich vorstellen, wir haben 100 Milliarden Sterne in unserer Milchstraße und im gesamten Universum vielleicht 100 Milliarden Milchstraßen, 1 Milliarde 10 hoch 9, 100 Milliarden 10 hoch 22, dann ist das, was an Gravitationswellen Energie ausgestrahlt wird, in den paar Zehntel Sekunden vergleichbar mit der Energie, die alle Sterne im ganzen Universum typischerweise ausstrahlen. Ist also wirklich ein gewaltiges Effekt, wo in ganz kurzer Zeit ganz viel Raumdeformation in Form von Gravitationswellen erschaffen wird. Trotzdem, die zu messenden Effekte sind winzig, und ich möchte Ihnen jetzt diesen tragischen Pionier Joseph Weber vorstellen, der es als erster gewagt hat, über die Messung dieser Wellen ernsthaft nachzudenken. Weber hat zunächst als junger Mann Karriere bei der US-Marine gemacht und gelangte dort bei Kriegsende immerhin doch schon in eine sehr hohe Position. Er war der Leiter der Abteilung für elektronische Gegenmaßnahmen. Er war also Wissenschaftler, Ingenieur von der Ausbildung her, und unter elektronischen Gegenmaßnahmen bei der Marine können Sie sich Sonar vorstellen und Radar natürlich. Weber selbst war anerkannter Mikrowellenexperte. Trotzdem war ihm das wohl irgendwie zu langweilig, und obwohl der Kalte Krieg ja nahtlos an den Zweiten Weltkrieg anschloss, entschloss er sich, die Marine zu verlassen und sah sich nach einer Position als Professor um. Er wurde dann an der University of Maryland Dozent. An der Stelle möchte ich bemerken, wie wenig bürokratisiert die Lebensläufe von Wissenschaftlern damals noch waren. Er wurde Professor, ohne überhaupt promoviert zu sein. Heute war undenkbar. Damals war es ausreichend, denen in die Hand zu versprechen, naja, ich hole das irgendwann mal nach, ich werde jetzt erstmal Professor und mit dem Promovieren schauen wir mal. Er hat das dann aber auch tatsächlich nachgeholt und hat 1951 eine Doktorarbeit zum Thema Mikrowellenanwendungen in der Chemie abgeschlossen. Allerdings war das nicht seine erste Wahl. Er war vorher vorstellig geworden bei George Gamow, ein maßgeblicher Kosmologe jener Zeit, und hat Gamow gefragt, ob er nicht eine interessante Arbeit für ihn hätte. Die Antwort Gamows erstaunt die Wissenschaftshistoriker bis heute. Gamow hatte nämlich mit seiner Arbeitsgruppe kurz vorher die Vorhersage getroffen, dass von der heißen Anfangszeit des Universums, des Urknalls, eine Reststrahlung übrig geblieben sein müsse, die sich als Mikrowellenstrahlung in alle Richtungen des Raumes messen lassen sollte. Die Temperaturerhöhung dieser Strahlung entspricht 3 Kelvin. Man sollte also, wenn man ins kalte Weltall hinaus misst, nicht 0 Kelvin messen, sondern 3 Kelvin. Ja, und da steht jetzt dieser ausgewiesene Mikrowellenexperte vor Gamow und fragt, haben Sie nicht ein interessantes Thema für mich? Und die Antwort ist uns überliefert, bestand aus einem Wort, no. Der hat Weber einfach abblitzen lassen, und hätte er das nicht getan, dann hätte Weber zweifelsfrei noch bevor per Zufallsentdeckung Penzias und Wilson, zwei Radioingenieure von den Bell Labs, das, ja, ich glaube, es war so 62, 63 geleistet haben, diese kosmische Mikrowellenhinterstrahlung entdeckt, und hätte dafür, dieser Nobelpreis ging dann an Penzias und Wilson, sicher den Nobelpreis erhalten. Gut, aber Weber hat sich dann für andere Sachen interessiert und sich dem damals sehr in Mode aufkommend befindlichen Thema der Lichtverstärkung verschrieben. Damals war man nahe an der Geburtsstunde des Lasers, und Weber hat ein sehr frühes, wichtiges Paper beigesteuert, sodass er dann 1962 und 63 tatsächlich als Aspirant für den Nobelpreis galt. Doch er hat wieder Pech. In 62 und 63 werden die Preise in andere Richtungen verliehen, und erst in 1964 wird der Preis für die Erfindung des Lasers vergeben und dann an andere Herrschaften, die auch wichtige Beiträge geleistet haben. Also schon der zweite Nobelpreis, mit dem es nicht geklappt hat. Gut, zumindest die eine Niederlage muss er ganz deutlich
zeitnah wahrgenommen haben. Unermüdlich, unverdrossen macht er sich aber ans nächste Thema, beginnt eine Kooperation mit John Archibald Wheeler. Das war ein berühmter Relativitätstheoretiker jener Zeit und Wheeler hat ihn dann entzündet für das Thema Gravitationswellen. Weber beschloss daraufhin, ich baue einen Gravitationswellendetektor und begann diese Arbeit in Anfang der 1960er Jahre. Sie sehen da unten im Bild, wie so ein Weber-Detektor aussieht. Das ist nichts anderes als ein riesiger Aluminiumzylinder, der ein paar Tonnen wiegt und der an einem ganz dünnen Stahlseil, das sehen Sie da links unter dem Joch, an diesem Joch aufgehängt ist, um ihn vor seismischen Erschütterungen abzuschirmen. Und die Hoffnung ist, wenn da eine Gravitationswelle durchtritt, dass sie diesen Aluminiumzylinder zu ganz leichten Schwingungen anregt. So wie sie eine Glocke mit einem Hammer zum Schwingen anregen können und diese Glocke dann mit ihrer charakteristischen Eigenfrequenz, mit ihrem Glockenton antwortet, so sollte dieser Aluminiumzylinder mit einer Frequenz von etwa 1,6 kHz, 1600 Hertz, antworten auf die Anregung, die eine Gravitationswelle leistet. Diese kleinen quadratischen Täfelchen, die er da gerade befestigt, das ist also Weber über seinen Detektor gebeugt, sind piezoelektrische Elemente. Man wollte mit solchen Piezoelementen dann diese winzigen Deformationen nachweisen. In dem Piezoelement wird dann eine Spannung erzeugt. Okay. Weber hat es immerhin geschafft, die Empfindlichkeit seiner Detektoren etwa auf den Bereich von 10 hoch minus 16 zu bringen. Das ist schon eine tolle ingenieurwissenschaftliche Leistung, also ein Meter Abstand zwischen unseren Testmassen. 10 hoch minus 16 Meter, die Sie messen können, da sind wir bereits in der Dimension vom Kerndurchmesser eines Atoms. Er war begrenzt durch das thermische Rauschen in seiner Anordnung. Seine Experimente wurden bei Raumtemperatur betrieben, zwar im Vakuum und eingebaut in eine Edelstahlkammer, die evakuiert war, sodass man auch elektromagnetische Störungen ein bisschen abschirmen konnte. Aber das Kühlen wäre wohl zu aufwendig geworden. Und wenn Sie jetzt eine große Masse haben, in der sich Atome thermisch ungeordnet bewegen, dann werden da auch alle möglichen Schwingungen angeregt. Auch die Schwingung, deren Amplitude man eigentlich nachweisen möchte. Sie haben also ein gewisses Grundrauschen in der Anordnung. Spätere Arbeitsgruppen haben das dann nochmal verfeinert, indem sie die Detektoren bei niedrigeren Temperaturen betrieben haben und Nachweismethoden verwendet haben für diese Schwingungen, die noch empfindlicher sind. Aber das, bevor wir dazu kurz kommen, will ich jetzt erstmal den weiteren Weg Webers verfolgen. Weber baut jetzt also diese Zylinder und schreibt 1967 ein erstes Paper, in dem er noch vorsichtig sagt, naja, ich glaube, ich sehe da möglicherweise Gravitationswellen. 1969 betreibt er bereits zwei Detektoren im Abstand von 1000 Kilometer, wieder um koinzidente Ereignisse aus dem Untergrundrauschen abzuscheiden und ist jetzt schon zuversichtlicher, spricht von guter Evidenz, dass er Gravitationswellen beobachtet. Jetzt ist Weber mit einem Schlag berühmt. Die Presse rauscht und er ist der famous Physicist of the Year. Andere Arbeitsgruppen beginnen nun auch mit solchen Zylinderexperimenten und niemand sieht diese Gravitationswellen, außer Weber. Weber rechtfertigt sich dann in 1970. Er führt kritischere Methoden ein, um zufällige Koinzidenzen auszusortieren. Er schickt auch einen seiner Arbeitsgruppenangehörigen, den John Forward, hieß er, Robert Forward, zu den anderen Arbeitsgruppen, um deren Detektoren weiter zu verbessern. 1970 behauptet er dann, er könne sogar eine Richtungsabhängigkeit des Gravitationswellensignals ausmachen. Er würde mehr Ereignisse beobachten, wenn das Milchstraßenzentrum in der Empfindlichkeitsrichtung seines Detektors steht. Sie dürfen sich so einen Detektor nicht vorstellen wie ein Teleskop, das wirklich am Himmel eine
genauere Richtungsauflösung ermöglicht, eher wie ein Mikrofon, das so eine Richtcharakteristik hat. Und wann immer das Milchstraßenzentrum so im Maximum dieser Empfindlichkeitskeule stand, meinte Weber, er hätte eine erhöhte Rate von Ereignissen beobachtet. Er gerät jetzt mehr und mehr aneinander mit den Fachkollegen, die diese Ergebnisse nicht reproduzieren können, und muss auch in 1972 und 1973 in weiteren Publikationen zugeben, dass er trotz weiterer Verbesserungen an seinen Detektoren nicht mehr in der Lage ist, das Milchstraßenzentrum zu sehen. In der Folge bleibt er dabei, dass er Gravitationswellen beobachtet hat und verfolgt diese Forschung auch bis zum Ende seines Lebens. Er gerät allerdings natürlich unter den Fachkollegen zunehmend in Isolation, denn die anderen sind nicht imstande, seine Ergebnisse zu reproduzieren. Er verliert seine Fördermittel und wurstelt dann so als Hinterhof-Garagen-Gravitationswellenkünstler, wie gesagt, weiter bis ans Ende seiner Tage. Ist also im Grunde eine sehr tragische Sache gewesen. Und in einem jüngst erschienenen populärwissenschaftlichen Buch von der Jana Levine, eine US-Astrophysikerin, wird ihm auch ein kleines Kapitel zugestanden, in dem sie dann resümiert, Joes wissenschaftliches Leben ist geradezu definiert gewesen von diesen Misserfolgen. Er war so oft der Shackleton. Shackleton war ein ebenfalls glückloser britischer Antarktisforscher, fast der Erste, den Urknall zu sehen, fast der Erste, den Laser zu patentieren, fast der Erste, Gravitationswellen zu finden, famous for nearly getting there. Ist also wirklich sehr tragisch gewesen für ihn persönlich. Er hat das auch beklagt, fand sich zum Teil auch persönlichen Angriffen ausgesetzt. Aber sein Verdienst bleibt, er hat sich als Erster getraut, so etwas Irrsinniges zu versuchen, Gravitationswellen tatsächlich nachzuweisen. Und die besten Zylinderdetektoren, die aus seinen Arbeiten dann noch entwickelt worden sind, die liefen noch bis nach der Jahrtausendwende, so bis um 2015. Diese beiden hier in Italien, das sind Auriga und Nautilus. Auriga steht übrigens in Frascati. Wenn Sie in Frascati vom Stadtzentrum zum Headquarter der ESA laufen, ich bin da oft unterwegs, habe aber nicht geahnt, dass ich da jedes Mal an einem Gravitationswellendetektor vorbeikomme. Auriga steht also in Frascati. Und diese Detektoren sind nochmal wesentlich empfindlicher als das, was Weber konstruierte. Diese Sternchen, also hier sehen Sie die Empfindlichkeit, die Entwicklung der Empfindlichkeit über die Jahreszeit, über das Jahr aufgetragen. Mit dem Advanced LIGO, diesem Sternchen, gelang wirklich die Messung von Gravitationswellen. Und die blaue Linie davor zeigt, wie diese interferometrischen Laserdetektoren immer besser und besser geworden sind. Die besten Resonanzantennen nach der Bauart von Weber ist dieser rote Fleck da unten, dieses rote Quadrat. Und Webers Detektor selbst steht ganz links oben. Sie sehen, da fehlen viele, viele Größenordnungen in der Empfindlichkeit. Auch noch für die modernen Weber-Zylinder. Trotzdem ist es keine Idee von gestern. Man denkt auch heute noch über den Bau von solchen Zylindern für spezielle Anwendungen nach. So, lassen Sie uns jetzt für heute zum Ende kommen und damit zum ersten zweifelsfreien Nachweis, indirekten Nachweis von Gravitationswellen. Dazu begeben wir uns jetzt wieder in die Astronomie zurück. In 1967 entdeckten die Radioastronomen eine rätselhafte neue Quelle von radioastronomischen Objekten, die ganz gleichmäßige Pulse aussenden. Diese Quellen wurden zunächst ein bisschen im Spaß als LGM-Quellen angesprochen, LGM für Little Green Men, weil man dachte, oh, Außerirdische. Aber es ist natürlich eine sehr langweilige Radiobotschaft, die da ausgesendet wird. Einfach piep, 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 ad infinitum. Man hat also bald eingesehen, da muss irgendeine natürliche Quelle dahinter stehen. Heute wissen wir, dass es wieder die Neutronensterne sind, die hier mitspielen, und dass Pulsare
diese gleichmäßigen Radiopulse aussenden, weil ein schnell rotierender Neutronenstern die richtige Umgebung darstellt, um so etwas zu produzieren. Wenn Sie einen Neutronenstern erzeugen, bei einer Supernova-Explosion passieren zwei wesentliche Dinge. Sie haben also diesen Kollaps, und wenn Sie ein Objekt haben, das sich wie ein Stern zunächst einmal langsam und gemächlich dreht, und Sie machen dann daraus ein ganz kleines, kompaktes Objekt, Eiskunstläufereffekt, wenn eine Eiskunstläuferin die Arme an den Körper zieht bei der Pirouette, dreht sie sich schneller. Das ist beim Neutronenstern auch so. Sie erhalten also plötzlich einen kompakten kleinen Stern, der sich innerhalb von Sekunden, manchmal gar Millisekunden, um seine Achse dreht. Das andere, was Sie bei einem Stern finden werden, ist ein Magnetfeld. Typischerweise ein Magnetfeld, das ein bisschen geneigt ist gegen die Rotationsachse, so wie das bei unserem irdischen Magnetfeld auch der Fall ist. Sternmaterie ist, besitzt die Eigenschaft, dass es magnetische Felder festhalten kann. Wenn Sie also jetzt diesen Kernkollaps durchführen, dann werden Sie auch das Magnetfeld erheblich verstärken. Die magnetischen Feldlinien werden mitgenommen und sitzen dann ganz dicht aufeinander. Sie haben also ein ultrakompaktes Objekt, das sich ganz schnell dreht, das ein ganz starkes Magnetfeld hat. Und was Sie bekommen, ich werfe nochmal dieses Filmchen hier an, ist eine Umgebung um den Neutronenstern herum, in dem an den magnetischen Polen Strahlung ausgesendet wird. Wie ein Leuchtturm in eine bestimmte Richtung drehend Strahlung ausgesandt wird. Und wenn Sie jetzt in der richtigen Richtung stehen, dann können Sie diese regelmäßigen Pulse beobachten. Das heißt, viele der Neutronensterne werden am Himmel nicht auffällig, die können wir nicht sehen, aber wenn wir das Glück haben, in diesem Leuchtfeuer zu sitzen, dann sehen wir einen Pulsar. Okay, nun die Brücke zu den Gravitationswellen. In 1974 entdeckten zwei Radioastronomen, Taylor und Hals, mit einem großen Radioteleskop einen besonders interessanten Pulsar, bei dem nämlich die Pulsperiode periodisch variiert. Ein kompaktes, schnell rotierendes Objekt stellt zunächst eine sehr genaue Zeitbasis dar. Die meisten Pulsare, die man beobachtet, die kann man in ihrer Ganggenauigkeit mit Atomuhren vergleichen. Bei diesem Pulsar fand man eine Variation der Pulsperiode und die beiden haben sich dann gleich gedacht, aha, das hat folgende Erklärung, dieser Pulsar ist nicht allein, sondern der ist Teil eines Doppelsystems. Wenn er sich auf uns zubewegt, dann haben wir eine Blauverschiebung, dann werden die Pulse zusammengeschoben und die Pulsperiode ist kürzer. Und wenn er sich von uns wegbewegt, dann ist die Pulsperiode gelenkt. Und man kann jetzt mit fleißigem Rechnen die Parameter dieses Doppelsternsystems, das aus zwei Neutronensternen besteht, genau bestimmen. Auch wenn man nur einen der beiden Sterne sieht, das reicht schon aus. Und es ergibt sich, dass die beiden Sterne auf einem deutlich elliptischen Orbit umeinander kreisen. Die Entfernungen variieren zwischen etwa einem Sonnenradius und 5 Sonnenradien und Massen haben so im Bereich von 1,4 Sonnenmassen. Das ist jetzt ein tolles Testfeld für die allgemeine Relativitätstheorie, weil die Geschwindigkeit von diesen Sternen viel höher ist als die Geschwindigkeit irgendwelcher Planeten bei uns im Sonnensystem und weil es sich auch um sehr kompakte, massereiche Objekte handelt. Und tatsächlich ist die Genauigkeit, mit der man dieses System beobachten kann, so hoch, dass man sogar alternative Relativitätstheorien, nachdem Einstein diese Originalfeldgleichungen aufgestellt hatte, kamen noch andere Forscher, die meinten, na, und man kann dies anders machen und man kann das anders machen und man kann hier noch einen zusätzlichen Term einführen. All das konnte man mit Beobachtungen von diesem Pulsar ausschließen. Die Feldgleichungen, die Originalfeldgleichungen sind also wirklich die echten Feldgleichungen. Und obendrein konnte man sehen, dass die Bahnperiode von diesem Doppelpulsar im Laufe der Zeit immer kürzer wird. Die roten Punkte entlang dieser durchgezogenen Linie sind die Messdaten und die durchgezogene Linie ist die Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie
zur Verkürzung der Periode durch die Abstrahlung von Gravitationswellen. Eine großartig perfekte Übereinstimmung, und die Entdeckung dieses Doppelneutronensterns hat dann die letzten Zweifel ausgeräumt, ob jetzt Gravitationswellen wirklich existieren oder nur ein Effekt der Theorie sind. Für diese Entdeckung gab es dann in 1993 auch den Physik-Nobelpreis, und die modernen Detektoren, mit denen wir wirklich Gravitationswellen beobachten können, die möchte ich Ihnen dann im April vorstellen. Für heute vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus